was macht eigentlich Fiete Art? Bis dato noch nicht wirklich in Aktion getreten. Hier bekommt er mal einen schönen Pass von Geißen. Sieger weit vor dem Tor. Ab sieht das. Der wird doch nicht. Doch, der wird. Was für ein Treffer. Nein, was für ein Geniestreich vom Sturmjuwel. Technisch unfassbar feiner Abschluss. Perfekte Flugkurve. Der zu weit rausgedrückte Rico Sieger kann da nur noch staunend hinterher schauen. Deshalb wollten ihn die Bayern. Deshalb gilt er als Deutschlands große Sturmhoffnung. Genau das wollen die HSV-Fans von dem 18-Jährigen sehen. Zehn Minuten später. Und wieder steht Nina Philipp im Mittelpunkt. Sie erobert hier den Ball gegen Bläser. Und was ist das denn für ein Tor? Nina Philipp erwischt erneut Cindy Gude auf dem falschen Fuß. Und mit ihr ganz Bramfeld. Bei so einer Schusstechnik ist das aber auch kein Wunder. Mit zwei Traumtoren macht Philipp aus einem 0:2 ein 2:2. 11. Saisontor für die 29-Jährige. Dann aber die Germania auswärts noch punktlos in dieser Saison. Das ist Engelking. Und der zündet mal die Rakete. 0:1. Was für ein Treffer von Torben Engelking. Zu diesem Zeitpunkt ist das nicht ganz dem Spielverlauf entsprechend. Norder steht eigentlich mit dem besseren Start. Und was für ein Treffer von Torben Engelking, 20 Jahre jung mit Saisontor Nummer 3. Für Höcker ist da mal gar nichts zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt? Dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos.